Vorhang auf! Ring frei! Wir haben es nur hier bei Playtocker Reviews. Heute in meiner Sammelrubrik das! Und jetzt hätte ich gerne Trommelwirbel. Hässlichstes Steelbook aller Zeiten! Yeah! Warum habe ich mir das damals eigentlich alles gekauft? Ich weiß es nicht. Jedes Mal, wenn ich jetzt irgendein Steelbook von Studio Kanal anschaue, denke ich mir, bist du deppert, ist das sau schier. Wenn wir an Kill List denken, wenn wir an Manhunter denken, kommt mir ehrlich gesagt mein Mittagessen wieder hoch, aber die Krönung der Hässlichkeit ist sicherlich Mulholland Drive. Ein Film von David Lynch, ein Steelbook von Studiokanal, eine fassungslose Reaktion von Zocki. Bist du deppert? Aber es wird noch schlimmer, weil wir haben hier ein Backcover, das finde ich schon auf diesem Papierschuber irgendwie aussieht, wie von einem 5-Jährigen in Paint zusammengeschustert. Keine Ahnung wieso, aber irgendwie macht das Ganze für mich nicht den Eindruck, dass ich hier ein designtes Backcover vor mir sehe, sondern einfach, dass irgendjemand Text auf ein Bild geklatscht hat. Dann können wir dieses Steelbook rausnehmen und mehr oder weniger in all seiner Hässlichkeit genießen. Ja, wir haben hier einen ausgeschnittenen Teil von Mulholland Drive, wo wir ein bisschen was von der Grundierung eben davon haben, dass der metallische Steelbook-Effekt hier nicht präsent ist. Der ist dafür aber bei mehr oder weniger dem kompletten anderen Frontcover präsent, sodass sich das hier in Bewegung schön mitbewegt. Was ich allerdings ganz gerne an der Stelle von euch wissen würde, was ist das eigentlich? Ich meine, ein bisschen Staub ist da drauf. Also das Einzige, wo ihr euch jetzt wahrscheinlich denkt, das könnte was mit einem Design zu tun haben. Nein, das ist wahrscheinlich Staub, während das Steelbook in der Warteposition war, bis es hier drankommt. Bist du da, aber das ist viel Staub. Nein, das hat nichts mit irgendeinem Design zu tun. Das Design ist tatsächlich das. Ja, ich würd wahnsinnig gerne drüber reden, aber ich habe keine Ahnung, was es soll. Da ist im Vergleich dazu auch das Backcover nicht wahnsinnig viel aufschlussreicher. Ich meine, zumindest kann ich da erkennen, dass es sich um ein Auto handeln soll, das eine Straße entlang fährt. Da ist scheinbar irgendeine Kurve. Ich nehme mal an, es ist der Mulholland Drive. Aber what in the hell? Ganz ehrlich, ich kann das nicht einmal mehr anschauen. Vor allem dann noch einfach die Standard Blu-ray dazu und drinnen, weil wir ja bei Studiokanal sind, einfach ein Bild, wobei das glaube ich, doch es ist ein durchgehendes Artwork, naja, das ist zumindest etwas, aber einfach in Schwarz-Weiß bzw. Schwarz-Silber hier hineingeknallt. Wahnsinn ist das Pott. Hässlich. Also das innen, muss ich ja fast sagen, ist es aus irgendeinem Grund diesmal fast nicht ganz so schlimm wie bei vielen anderen Schwarz-Weiß-Innen-Artworks von Studio Kanal, weil zumindest ansatzweise was zu erkennen ist. Aber dieses Außen-Artwork, das fällt echt auf meine Liste von geht gar nicht. Das sind ja sogar die schieren Artworks von Kill List oder von Manhunter noch fein im Vergleich dazu, weil die sind zumindest als Artworks zu erkennen.